Ich erzähle euch jetzt, wie das passiert ist, warum ich überhaupt weg bin aus Deutschland. Ja? Ich habe drei Tage, ich war jetzt schon 3 Tage wach. Und mich ruft so ein Hurensohn an auf mein privates Telefon. Ja? Auf mein privates Telefon ruft er mich an und sagt, komm hier in den Laden, ich habe jemanden, der braucht 3 Stück. Ich gehe zu ihm in den Laden, sage ihm, ey, guck mal, ruf mich nie wieder auf mein privates Telefon an, und Depp. Ja? Vielleicht hört jemand zu und sowas macht man nicht. Ich habe ihm 1000 Euro geschuldet, weil ich einen Abend davor in seinem Laden gezockt habe. Da habe ich gesagt, du kannst jetzt eine Strafe von mir, 500 Euro. Ich muss dir nur noch 500 Euro geben. Bin weg. So, die Jungs um ihn herum haben ihn angestochelt, angestrichen. Ja, wie kannst du dir sowas gefallen lassen? Pipapo, das, dies, jenes. Dann ruft er mich an und sagt, bis 12 Uhr habe ich meine 500 Euro, sonst musst du mir 1000. So, dann habe ich gesagt, okay, gut, warte mal, ich komme jetzt, weißt du? Und mir war schon klar, weißt du, ich will mich mit dem boxen. Weißt du, nur so ist. Stück Scheiße. Hat den Mutzbach gar nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ein Wechslerer oder was weiß ich, keine Ahnung, woher der kam, der Schmuck. Ja, was der Mutzbach zu suchen gehabt hat. Ne? So. Auf jeden Fall, ich gehe hin. Ich habe eine dumme Angewohnheit entwickelt, dass wenn ich anfange, es wird mir auch nie wieder passieren, dass ich den Leuten immer so ins Gesicht greife, so, weißt du? Dass sie ein Stück Scheiße, eine Fotze sind, weißt du? So. Ich greife ihm ins Gesicht, weil ich wusste aber schon, ne, ey, es wird verdammt schwer, weil meine Knie haben schon gezittert, so, weißt du, ich war 3 Tage wach, ich war wirklich gerade so am Runterkommen, so, ich wollte schlafen gehen eigentlich, ne? Auf jeden Fall greife ich ihn ins Gesicht, ne? Halt ihn so kurz, ne? Und fängt's an. So, er gibt mir eine, hat mich nicht richtig getroffen. Ich wollte ihm eine geben, irgendwie so war das, glaube ich. Und er hat mich leicht getroffen, ich rutsche aus. So, dann hat er mich gehabt, ja? Keine Ahnung, es ging gute 1-2 Minuten, würde ich sagen, so zeitgefühlmäßig. Hat mich gut bearbeitet, ungefähr 15 Boxer ins Gesicht gegeben, hat mir noch mein Pulli über das Gesicht gezogen, ne? Er war mir nicht überlegen, also er ist mir nicht überlegen, aber in dem Augenblick, ne, 3 Tage wach, also das soll jetzt keine Ausrede sein, ne? Auf jeden Fall, die Leute haben uns getrennt, ja, ich bin dann weg, ich bin dann heim, ne, und hab das auch über Instagram präsentiert, weißt du, 15 Mal im Gesicht geschlagen worden, Alter, nicht ein Kratzer, Alter, gar nichts, ne, schon eine lächerliche Fotze, naja, wenn ich nochmal irgendwann nach Deutschland komme, glaube ich, dass ich das auf jeden Fall nochmal klären will, 1 gegen 1, ne. Weil nur so ist es auch richtig, etwas 1 gegen 1 zu klären. Ne? Mit 5 oder 10 Leuten auf irgendjemanden drauf zu gehen, das kann ja jeder. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Ich bin dann heim erstmal kurz. Das haben ein paar Leute mitgekriegt. Die haben gesagt, was machen wir? Pipapo, ich wollte eigentlich 2 Akten checken. Und den Laden einmal so sprayen, weißt du? So. Naja, wir sind dann von mir zu Hause, sind wir dann in meine Trap-Wohnung gegangen, ja, und haben da weitergerotzt und haben geredet, was wir machen, wegen abchecken, das, dies, was machen wir das, ne, und haben da weitergerotzt, ja, natürlich, ist ja ganz klar. So, die Trap-Wohnung hatte zu der Zeit keinen Strom mehr und kein Gas, weil die habe ich jemanden abgenommen, der mir Geld schuldet, ne, so im Hurensohn. Der mir immer noch Geld schuldet. Wenn der Hurensohn das hört oder sieht, ja, also das, was ich bis jetzt angetan habe, ist absolut noch gar nichts. Wenn ich nochmal komme und ich finde, ja, und ich schnappe, schneide ich den verfickten Finger ab, du Hurensohn. Ja, so. Auf jeden Fall, ja, war ich da mit dem Arthur und dem Drilon. Und der Drilon, der kriegt dann immer irgendwann seine Paranoia-Filme, ja. Durch den Spion gucken. Fenster zu, alles Rollladen runter, nur durch den Schlitz gucken, das, dies, ne? Und läuft alles hin und her und ey, hier ist irgendwas, sagt er, ne? Hier ist irgendwas. Ich glaube, hier ist eine Wanze und ein Mikro. Ich sag so, Drilon, halt deine Fresse, ich will nach Hause. Der so, nein, warte mal. Ne? Ey, dann lädt er sich eine verfickte App runter, ja, wo der so Messungen machen kann. Alter, auf einmal geht er an die Wohnwand. Da steht ein verfickter Scabi und Ray-Kübel, ja, so ein Sektkübel, ja. Und das Ding schlägt aus, ja. Das macht dann so Geräusche, ne. Der sagt, hier drin ist es, ich wusste doch. Ich sag so, laber doch keine Scheiße. Ne? Der fängt an, den Blumenkübel, den Scabi und Ray-Kübel kaputt zu machen.
Ne? Hat's aber da nicht hingekriegt. Ich habe gesagt, komm, mir reicht das, lass uns abziehen. Ne? So, wir sind dann zu ihm ins Auto gegangen. Ne? Der hat mich heimgefahren, ne? Und währenddessen hat er noch den Kübel bearbeitet. Und dann holt er da tatsächlich ein verficktes Objekt raus, was wie eine verfickte Linse aussieht. Und ein weiteres Objekt, was wie ein verficktes Mikro aussieht. Ey, es ist der absolute verfickte Hammer gewesen, ja? So, daraufhin habe ich dann Kurzschlussreaktion gehabt, weil ich sowieso schon dann die ganze Zeit gedacht habe, oh, ne? Es wird langsam hier heiß. Dann habe ich gedacht, von dem einen auf den anderen Augenblick, ne, dass ich mich abmache. Ne? Ich wollte erstmal, habe ich geguckt nach Kolumbien, ne? Ich wollte erstmal nach Medellin oder Bogota. Die wollten aber einen verfickten PCR-Test haben. Heißt also, dass ich mir irgendwas in die Nase schmieren lassen müssen, um dahin zu gehen. Da habe ich geguckt, Rio de Janeiro, die brauchen nichts, die wollen nichts, also fliegst du nach Rio de Janeiro. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich dann bei mir im Kinderzimmer noch eine Baba-Session gemacht, habe alle Jungs gerufen, habe mich schön verabschiedet, ne? Wir haben noch schön gerotzt, gesoffen und so. Der ganze Tag war Halligalli, ne? Mein Vater, der war auch schockiert. Der hat gedacht, was geht hier ab und so, ne? War aber sehr schön, wie gesagt. Das war dann Tag 4. Dann hat Tag 5 angefangen, dann bin ich am Flughafen. Der Popeye hat mich gefahren. Und mit dem Tele dann noch weiter Session gemacht. Bis ich dann meinen ersten Flug kriegen musste, von dem sie mich rausgeworfen haben, ja. Weil ich die Weiber da angemacht habe, ne. Frankfurt, Amsterdam, haben sie mich rausgeworfen, muss ich einen neuen Flug buchen, ne. Wie gesagt, ich war 5 Tage wach. 10.12. war Abflug, Abreise und ich war dann am 12.12. hier in Perfect Rio de Janeiro. Das ist die Geschichte, wie ich hierher gekommen bin, ja. Ich habe mir gedacht, ey, ne, nicht mit mir, ne. Naja, auf jeden Fall sagt der Anwalt, der Kleiner sagt, ich solle Deutschland nicht betreten, weil die würden mich sofort in U-Haft stecken. Ne? Und Strafmaß würde so aussehen, weil es Bandenkriminalität ist, was uns vorgeworfen wird. 5 bis 8 Jahre mit 64 Jahren. Die Scheiße spiele ich nicht mit wegen der Aussage. Die deutsche Justiz ist so, ich piss auf euch, die Huren sind. Die können einen blasen in den Nuppen, Kinder. Jeder Richter, jeder Staatsanwalt, alle können hier blasen. Alle können sich anstellen und mir einen blasen. Die können einen blasen, die Huren sind. Ich komme nie wieder nach Deutschland. Nie wieder. Ich pisse auf Deutschland. Ich pisse auf eure ganzen Köpfe, ihr Huren. Ja? So, jetzt esse ich was. Ne? Und lass es mir gut gehen in verfickt Rio de Janeiro, ihr Nuttenkinder, ihr Dreckigen. Tschüss.